herzlich willkommen bei den Möbelmachern in Unterkrumbach, direkt neben Heißbruck im Nürnberger Land, zum Newsletter 189, in dem wir Ihnen zum Beispiel auch diese neue höhenverstellbare Küche zeigen möchten. Und die Besonderheit ist, dass ihr die Schränke einfach mitnimmt. Die Elsbeere ist das wertvollste Holz, das Franken zu bieten hat. Und wir haben eine Küche daraus in der alten Mühle in Engeltal eingebaut. Weil beim Fototermin bei Familie Lorenzi, das sind übrigens die mit den tollen Plattenspielern, liebe Freundinnen zu Gast waren, ist diesmal ein echtes Koch-Action-Video entstanden. Aber auch das Schlafzimmervideo mit Julia hat es in sich. Die junge Querflötistin tritt in die Fußstapfen des gerade 75 gewordenen Ian Anderson von Jethro Tull. Und das Schlafzimmer in Ahorn und Nussbaum ist wirklich sehenswert. Der fiktive Kunde Peter Proff wird bei uns von der echten Emma Hepp empfangen. Bei der ersten Begegnung an der höhenverstellbaren Theke knistert es gewaltig, denn die Theke wird mit einem Akku sozusagen wireless betrieben. Was für eine Energie! Seitdem ist dieser Peter Proff bei uns ständiger Gast und folgt Emma sogar bis ins Loft. Dieses Video von unserer neuen Ausstellungsküche ist eher zufällig entstanden, aber wir können auch mit einer unaufgeräumten Küche vorab zeigen, was unsere höhenverstellbare Kochinsel und die höhenverstellbare Spülenzeile alles kann. Sie kann alle Schränke zusammen mit der Arbeitsplatte hochfahren, sodass das Küchenwerkzeug in den Schränken immer auf angenehmer Höhe ist. Unser Auszubildender Oliver Meyer hat bei der guten Form mit seinem Rolloschrank als Gesellenstück den zweiten Preis gewonnen und ist seitdem auf Weltreise. Sophia Wagner erhielt als Ausbilderin die Urkunde für die Möbelmacher mit ein wenig Chaos, was ebenfalls im Video festgehalten wurde. Sie hat aber auch das wieder meisterinnenlich gelöst. Für die Möbelmacher aus Unterkrumbach. Das Bayerische Fernsehen hat bei uns einen Beitrag für die Frankenschau aktuell gedreht. Es geht um unsere regionale Waldschöpfungskette und die rotkernige Buche, zu der sich auch Richard Merkner, Vorsitzender des Bund Naturschutzes, lobend äußert. Die Möbelmacher und die Holzbauerngemeinschaft hier, die Waldbauerngenossenschaft, die betreiben ein faires Miteinander. Wir hatten einen Problemfalken in der Werkstatt, der außerdem ein Sperber war. Wie wir das Problem lösen konnten, erzählen wir im Nachhaltigkeitsblog. In den Kurznachrichten berichten wir von unseren Entdeckungen beim Speed-Dating auf der Biofach. Wir stellen unsere regionalen Bleistifte vor. Wir verschenken auf der Übriges-Seite Glasröhren und Holzdübel. Gratulieren unserem Kunden Konstantin Wedel zur Silbermedaille im Marathon ganz herzlich. Und laden unsere Kunden auch an heißen Tagen in unsere umweltfreundlich klimatisierte Ausstellung ein. Dabei laden wir auch gerne Ihr Elektroauto mit PV-Strom an unsere neuen Wallbox. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und bis bald.